Ja, heidi ho und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Speedbild. Wir wollen hier natürlich in unserem Affenbereich, in unserem afrikanischen Truppenbereich, wollen wir ein bisschen weitermachen. Und heute kümmern wir uns um ein Gehege für die Mandrills. Den Bau dieses Geheges werde ich aufgrund der Länge schon mal auf zwei Parts verteilen. Also ihr werdet heute ein Part sehen und dann nächste Woche selbstverständlich wieder zur gewohnten Zeit am Sonntag um 10 Uhr den nächsten Part. Weil in einem Video wäre das einfach zu viel geworden. Auch bei dem Gehege setze ich wieder auf natürliche Barrieren. Also ihr werdet hier wieder keinen Beton oder ähnliches Zeug sehen. Es wird alles wieder mit Steinen, Felsen und nachher mit einer kleinen anderen Geschichte mal abgegrenzt. Also hier keine Barrieren aus Beton, Stein oder sonst irgendwas, sondern wirklich Felsen. Aber das kennt ihr ja schon von mir. In diesem Speedbild habe ich mich mal für die moosbefallenen oder überzogenen Steine entschieden. Hängt damit zusammen, dass ich nachher im eigentlichen Gehege mal was ausprobiert habe, um da mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber das werdet ihr gleich noch alles sehen können. Ich habe ja meistens einfach Felsen genommen, Pflanzen gesetzt, ein bisschen das Gelände angehoben und dann war ich damit fertig, was ja grundsätzlich auch erstmal nicht verkehrt ist. Aber ich wollte hier mal ein bisschen was anderes probieren, dass die Zuschauer und die Zoobesucher auch mal ein bisschen was anderes sehen. Ja, hier mit dem Eingang der Mitarbeiter, da musste ich ein bisschen rumbasteln. Das hat dann nicht so ganz untergepasst, wie ich das wollte. Ich wollte aber den Weg auch nicht noch höher machen. Deswegen habe ich das Türchen einfach so ein kleines bisschen nach außen gesetzt. Den Weg dann schön mit einer Treppe verbunden, sodass die Mitarbeiter da runter können. Ja, mir hat die natürliche Barriere dann doch nicht so ganz ausgereicht und wollte nur einen kleinen Zaun vorbauen. Habe mich da mal an diesem Zaun versucht, aber den fand ich optisch nicht ganz so schön. Und habe mich dann nachher für diesen hier entschieden. Ich habe dann die Felsen an den Seiten noch ein bisschen hochgezogen, damit das Geländer nicht einfach so abrupt aufhört, sondern smooth in diesen Stein übergeht. Ja, da wollte ich das Ding farblich noch mal ein bisschen anpassen. Ich hatte eigentlich so ein bisschen Rost im Kopf, aber das sah nicht so schön aus und habe mich dann für ein dunkelgrün entschieden. Ja, hier mal ein kleiner Cut und dann kümmern wir uns um den Mitarbeitereingang, der wie gewohnt schön im Felsen integriert wird. Und auch hier habe ich dann wie im vorderen Wasserbereich den Moosstein genommen, weil ich finde, dass der sich ganz gut dafür eignet, in den Tropen auch was zu bauen, weil es da halt ja auch immer schön grün und feucht und ja, bewachsen ist.
Ja, hier haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Hing wieder mit meiner Aufnahme zusammen, dass ich mal wieder den Aufnahmeknopf nicht gedrückt hatte. Ist aber nicht schlimm, ihr habt nicht wirklich was verpasst. Ich habe ein paar Pflanzen noch daran gesetzt. Viel wichtiger ist das, was wir jetzt hier gerade machen. Und zwar habe ich mir gedacht, will ich mal mich daran versuchen, im Gehege selbst eine Tempelanlage zu integrieren. Weil ich dachte, dass das immer ein bisschen Abwechslung ist. Und ich fand auch, dass das bei den Mandrills, glaube ich, ganz gut aussehen kann. Ja, hier gestalte ich dann den Eingangsbereich für die Mitarbeiter, der dann auch im Prinzip wieder durch so eine kleine Höhle reinkommt. Weil ich persönlich, ich mag das nicht, wenn man den Mitarbeitereingang direkt sehen kann. Also dass wirklich da nichts drumrum ist. Ne? Also das haben wir beim Timberwolf ja auch so ein bisschen in den Felsen integriert. Das haben wir auch beim Bären so gemacht. Man sieht die Türen zwar, aber es ist halt alles so ein bisschen im Felsen eingebaut. Und da ich sowieso kein Fan von den Barrieren bin, die es hier im Spiel gibt, also sprich, dass diese Mauern oder sowas, das ist nicht meins. Da baue ich mir lieber was Eigenes, was Natürliches hin. Ich muss auch sagen, mit den Tempelanlagen, Spruchstücken, wie man sie auch immer nennen will, lässt sich wirklich gut bauen. Und sehen optisch, finde ich, auch wirklich gut aus. Ja, hier hatte ich dann während des Bauens einen kleinen Einfall, was man da noch bauen könnte. Das werdet ihr aber gleich noch alles im Detail sehen können. Auch hier grenze ich dann wieder den Weg so ein bisschen mit dem Stein ab, damit man nachher die Bordsteine nicht sehen kann. Und ja, mir ist bewusst, ich kann sie auch ausblenden. Aber so habe ich zumindest eine kleine Orientierung und kann da dann gemütlich die Steine drumherum bauen oder Felsen oder was auch immer. Und da ich sie eh abdecke, kann ich sie auch dran lassen. Das ist dann völlig Wurst erstmal. Ja, hier kann man das jetzt schon ein bisschen erahnen, was da vielleicht entstehen soll. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich hier ja im Prinzip einen Bereich für die Affen bauen kann, wo sie schlafen können, wo sie sich zurückziehen können, wo sie sich ja verstecken können, in Anführungsstrichen. Da ich hier jetzt aber die Glasscheiben auch einbaue, möchte ich, dass von der einen Seite die Parkzuschauer, dass die da halt reingucken können. Das ist aber ein Glas, was von der Seite der Affen nicht durchsichtig ist. So fühlen die sich nicht gestört. Ja, und jetzt hatte ich hier gedacht, mache ich so einen kleinen Viewing Point oder wie man das nennen möchte.
Ja, hier verkleide ich das dann noch so ein bisschen mit dem Tempelstein, damit man die Kante da oben nicht so gut sieht und dass da auch ein geschlossener Abschluss dann sozusagen oben ist. Muss wirklich sagen, mit diesen Steinen lässt sich wirklich gut bauen. Da bin ich mal wieder mit der Kamera durchgedreht. Also die Steuerung ist teilweise wirklich katastrophal, beziehungsweise ich bin zu doof dafür, das kann natürlich auch sein, das will ich nicht abstreiten. Aber man liest das öfter mal, dass einige Leute auch an der Steuerung verzweifeln. Trübt vielleicht beim einen oder anderen so ein bisschen den Reiz, das Spiel zu spielen. Aber für die Leute, die da Schwierigkeiten haben oder die sagen, das ist kompliziert, man wächst da rein. Ich kann bei weitem auch noch nicht alles. Da gibt es andere Spieler, die sicherlich viel schneller mit Shortcuts oder so arbeiten und viel schneller und effizienter bauen können als ich. Aber darum geht es auch gar nicht. Wir wollen Spaß an dem Game haben und den habe ich hier definitiv. Und durch euren Support bei jedem Video und sowas habe ich einfach nur noch mehr Freude dran. Und auf diesem Wege will ich dann auch mal Danke nochmal sagen. Allein das letzte Video vom Schimpansen. Also muss ich wirklich sagen, danke, 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 danke. Die Kommentare freut mich wirklich. Also jeder Kommentar, den ich lese, freut mich ungemein, wenn ich sehe, dass es euch gefällt. Und ja. Kann ich halt, wie gesagt, nur mich für bedanken, für euren Support. Dankeschön. Ja, hier haben wir dann den Weg schon mal gebaut, mit so einem kleinen Treppchen, genauso wie bei den Mitarbeitern, dass man hier dann runtergehen kann zum Viewing Point der Mandrills, wenn sie dann da im Schnarchen sind. Ja, wo wir hier gerade mal so schön zuschauen, wie wir hier rumbasteln, mal so eine kleine Kleinigkeit am Rande. Ich habe mir vorgenommen, jetzt eigentlich einmal am Wochenende auch zu streamen, nicht unbedingt jetzt Aufbauspiele, sondern auch mal ein Shooter oder ein Sportspiel oder irgendwas dabei, ein bisschen Abwechslung mal rein. Das werde ich dann freitags oder samstags machen, einen festen Tag werde ich mir dafür wahrscheinlich nicht zulegen. Das ist einfach ganz spontan nach Lust und Laune. Und da werde ich auch hin und wieder dann zusammen mit dem Baltic 49er spielen. Der ein oder andere von euch kennt ihn sicherlich auch schon. Er hat schon bei einigen Streams mitgemacht. Oder wir haben auch da die Northern Games zusammen gemacht. Könnt ihr auch alles nochmal anschauen in den Playlists. Da gibt es auch für Northern Games so eine schöne Liste. Aber wie gesagt, ich würde da gerne so einmal die Woche am Wochenende streamen für euch oder mit euch, besser gesagt. Bin da auch gerne offen für Spielvorschläge, wenn ihr da irgendwie mal was sehen wollt oder so. Mache ich gerne und ich habe auch schon eine Kleinigkeit in der Pipeline mit Baltic 49er. Wir wollen demnächst ein Koop-Spiel mal zusammenspielen. Da bin ich schon gespannt drauf. Das werdet ihr dann selbstverständlich auch in der Stream-Playlist finden, wenn ihr das Video jetzt hier später guckt. Wenn ihr das ganz aktuell guckt, weiß ich gar nicht, ob wir das vor dem Release des Videos noch spielen. Kann ich gar nicht genau sagen gerade. Aber ihr findet das in der Streamliste oder vielleicht seid ihr auch dann einfach live dabei. Dafür schaut einfach bei mir bei Instagram mal vorbei. Den Link findet ihr bei mir in der Kanalbeschreibung. Da kündige ich die Streams meistens nochmal an, wann es dann losgeht und was losgeht und so weiter. Also auch gerne da mal ein Follow da lassen, wenn ihr Lust habt. Würde mich auf jeden Fall auch tierisch freuen.
Ja, und beim Nordamerika-Bereich, bei dem Video, hatte ich ja gefragt, was ich mit diesem, ich nenne es jetzt mal Plaza, mit diesem freien Platz noch machen könnte. Und da haben einige in die Kommentare geschrieben, ich könnte da ja irgendwie so ein Wasserspiel oder ja im Prinzip irgendwie so ein Pflanzending in die Mitte bauen, das ein bisschen abgrenzen mit Steinmauern und sowas, ja, Wasserspiele, Fontänen oder sowas mit reinbauen. Da werde ich mal gucken. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal im Zusammenhang mit einem Bereichsvideo, nenne ich es jetzt mal, wenn ich ein paar Bänke setze, so vielleicht mal mitbauen. Aber da möchte ich zwei Abonnenten von mir nochmal namentlich erwähnen als kleines Dankeschön. Und zwar den True Blood Wolf, der hat dann ordentlichen Text unter das Video geschrieben. Also vielen Dank für deinen Kommentar. Ich werde da auf jeden Fall mal gucken und ein bisschen was basteln. Und die zweite Abonnentin, die da auch einen schönen Text zugeschrieben hat und mir auch Vorschläge gemacht hat, ist Jessica Freitag. Die grüße ich dann in dem Sinne auch nochmal. Und auch danke für deinen Kommentar. Wie gesagt, waren schöne Ideen, die ihr da hattet. Und ich werde mal gucken, dass ich das bei Zeit mal umsetze. Und dann vielleicht mal ein Video dazu mache. Oder vielleicht machen wir auch irgendwann mal einen Livestream. Quatschen ein bisschen und bauen ein paar Bänke. Schauen wir einfach mal. Aber danke für eure Kommentare. Und natürlich auch danke an jeden anderen, der kommentiert hat. Aber freut mich, wenn ich da so ein Feedback bekomme und ihr quasi beim Bauen mit dabei seid und Entscheidungen mittrefft und so weiter. Finde ich immer toll. Freut mich auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir viel gequatscht und im Hintergrund haben wir schön dieses Viewing-Teil gebaut. Jetzt setze ich noch ein paar Pflanzen und dann ist das Ding auch eigentlich schon so gut wie fertig. Ja, und dann geht's weiter mit dem Gehege. Ja, hier auch noch mal ein bisschen verkleiden, dass man die Balken vom Weg nicht so sieht. Ja, hier haben wir dann den Ruinen-Innenbereich, den werde ich jetzt noch ein bisschen mit Pflanzen ein bisschen ausschmücken. Und dann rauen wir das Gelände noch ein bisschen an, dass es nicht zu glatt aussieht. Und hier habe ich dann auch noch mal ein bisschen mit dem Farbtool, sag ich mal, so ein paar Laufflächen reingemalt. Ich fand, das sah ganz gut aus, weil da auch Bewegung drin sein soll. Das kann man damit immer ganz gut andeuten. Das fand ich ganz gut. Habe ich bei anderen Let's Playern auch schon gesehen und hier so ein bisschen abgeschaut. Ja, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Felsarbeit, dass wir das Ding auch ein bisschen geschlossen kriegen. Dass uns da kein Affe stiften gehen kann. Hier müssen wir natürlich auch wieder aufpassen, dass wir da nicht so eine großen Vorsprünge hinbauen, damit die Affen dann nicht nachher hochklettern können und aus dem Gehege raus können. Aber das kriegen wir natürlich gut hin. Was Felsen angeht, haben wir ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Findet ihr öfter mal statt hier im Let's Play. So ein bisschen Felsarbeit, nie? Aber meiner Meinung nach die beste Variante, um sowas halt auszuschmücken und es halt auch natürlich wirken zu lassen. Es sieht halt, ja, vernünftig aus. Aber man kann sich auch drin verlieren, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Also manchmal sitzt man da eine halbe Stunde an so einer Wand und hier noch ein Stein und da noch ein Stein. Aber es gehört halt einfach dazu, ne? Das ist das Spiel halt. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich wollen und was wir machen. Ohne jemand zu nahe zu treten, aber so eine Barriere aus Stein, so eine vorgefertigte. Ja, das kann halt auch jeder da einfach hinbauen, ne? Sowas ist dann individueller und sieht meiner Meinung nach auch einfach schöner aus, weil es anpassbar ist und jedes Mal im Prinzip ein Unikat ist. Und ich finde, da haben wir doch schon wieder ganz gut was gezaubert.
Machen wir nochmal die Felsen ein bisschen zu Ende und dann setzen wir nochmal die ein oder andere Pflanze. Ja, und auch hier sei nochmal gesagt, also wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge oder ähnliches, dann haut's einfach in die Kommentare. Ich lese wirklich jedes Kommentar und versuche auch eigentlich überall immer zu antworten. So viele sind es ja jetzt auch noch nicht, aber ja, ist mir halt wichtig, was ihr von den Videos haltet, weil für euch mache ich sie ja auch. Und da ist ein Feedback immer gern gelesen. Ja, hier werde ich wahrscheinlich auch nochmal irgendwie so ein Geländer einbauen. Muss ich mal gucken, was ich da genau benutze. Aber das kriegen wir alles hin. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir hier auch langsam zu Ende. Ich werde hier noch ein paar Pflänzlein setzen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im zweiten Part vom Mandrillgehege wieder. Und ich sage dann einfach mal, Tschüssli Müsli, reingehauen und bis später, Peter.